So, wie bringe ich einen Aufkleber auf einen transparenten Gegenstand auf, ohne dass sich diese beiden Sachen, der transparente Gegenstand und der Aufkleber, gegenseitig beeinflussen? Gut, dazu gehen wir mal hier rein. Habe ich schon mal vorbereitet hier meine UV-Textur. Ne, hier kommt das Etikett drauf. UV Map 002.png heißt die Datei. Und dann gehen wir wieder zurück. Dann geben wir unserem Cube hier als erstes mal ein neues Material. So, vielleicht noch eine schöne Farbe dazu. Gott, das taugt mir. Und dann sage ich, ich will, dass das Ganze transparent ist. Also hier. Ja, das sieht auch schon mal gut aus. So. Wie sieht's aus? Ein transparenter Würfel. Gut, jetzt wollen wir hier unsere Textur drauf machen. Und dazu gehe ich mal hier in Textur. Wenn ich jetzt einfach hergehe und hier neue Textur, Image, UV, dann hole ich mir meine Textur, das war die UV Map 2, und die einfach so drauf mappe hier, dann passiert Folgendes. Es wird hier durchsichtig. Das wollen wir natürlich nicht. Also machen wir die Farbe hier erstmal weg und machen hier Alpha. Sonst nichts. Dann passiert das. An der Stelle, wo praktisch unsere Textur draufkommt, ist das Material jetzt nicht mehr transparent. So, und dann lege ich über diese Textur dieselbe Textur nochmal. Dann natürlich dasselbe Textur. Und hier jetzt lasse ich die Finger weg vom Alpha und nehme hier nur die Farbe. Dann machen wir hier mal einen Testrenner. Na, wunderbar. Das Etikett ist opak und der Rest ist transparent. So, zwei kleine Sachen noch. Bei Texturen, die Transparenzen beinhalten, verwende ich immer hier dieses Pre-Multiply. Das verhindert so unschöne weiße Ränder am Rand. Und zum anderen muss man bei dieser ganzen Vorgehensweise mit dem Etikett leider dazu sagen, da gibt es eine Einschränkung, und zwar hier beim Material, bei der Transparenz. Das funktioniert nur, solange man die Finger hier von dem Fresnel-Regler lässt. Sobald hier ein Fresnel-Wert eingestellt ist, dann wird das Etikett wieder durchsichtig. Dann muss man das irgendwie anders mit Materialknoten oder irgendwas machen. Das habe ich auch neu draus bekommen. Aber zumindest so geht schon mal.